Hallo und willkommen zum Interview mit einem Berserker. Ich habe mir hier den Hinotori aus der Gilde 7 geschnappt und wir werden euch heute einiges über den Berserker erzählen und auch im Allgemeinen noch mal ein kleines bisschen über Terra. Und ich würde sagen, wir starten direkt los. Hinotori, stell dich mal kurz vor, bitte. Also ich bin Hinotori, mein Charakter heißt jetzt aber Z-Weizen-Twinkes. Ich bin 24 Jahre alt und ja, hier aktuell Terra in der Gilde 7. Gut, das reicht eigentlich schon. Ja, dann fangen wir mal mit den Grundinformationen zum Berserker an. Was ist der Berserker? Welche Gruppenrolle übernimmt er? Wie sieht so die Ausrüstung aus? Also für die Ausrüstung kannst du mich rechtsklicken. Der Berserker ist ein Melee-Damage-Dealer, also Nahkampf. Er hat als Waffengattung eine Axt. Normal. Macht Ziemlich auch große, wie Sinn. man sieht. Der Berserker hat eine schwere Rüstung an, genau wie der Lancer. Hat also exakt, naja, was heißt exakt? Eigentlich den gleichen Defense-Wert, es sei denn, der Lancer ist gebufft. Kann auch blocken, genau wie der Lancer. Das sieht dann ungefähr so aus. Ne? Dann blockst du Andersrum. sozusagen mit deinem Genau. dicken Kolben da. Also der Block ist aber schwächer als der vom Lancer, ist ganz klar. Weil mit einem Schild zu blocken, macht mehr Sinn. Gut, aber ist dann trotzdem schon eher der DD, der Berserker, nur nicht der Tank. Nee, das ist nur zum Blocken für Genau, okay. Camps oder aus Reichweite oder auf Lock-on-Skills im PvP. Dafür ist das sehr, sehr gut. Ja, er ist der momentan stärkste Damage-Dealer, wenn man den Single-Nuke-Schaden betrachtet. Das heißt, er dealt mehr Schaden als der Slayer, der Warrior oder auch der Mage oder der Archer. Er hat zwei Skills, die müssen, also auf dem Level jetzt hat er zwei Skills, die müssen laden. Ich kann dir nur das zeigen, was ich momentan besitze. Ja, da kommen wir eh dann gleich zu, wenn wir die Skills kurz durchgehen. Aber noch eine andere Frage. Gefällt dir so die Ausrüstung vom Berserker an sich? Bei Terra ist die Ausrüstung ja ziemlich anders als bei anderen MMOs. Was sagst du so zu der Ausrüstung? Inwiefern, Anissa? Wie dir so der Style gefällt. Ist ja die Platte, also die schwerste Rüstung. Bei den meisten MMOs ist es ja, dass wenn du die schwerste Rüstung anhast, ein ziemlicher Brocken bist. Und in Terra ist ja zum Beispiel, dass es trotzdem eher so eine leichte Rüstung ist, wo man ziemlich viel Haut auch bei einigen Rassen zeigt. Was sagst du so dazu? Halt, ja, ich sage jetzt mal etwas koreanisch angehaucht und also ich habe dagegen nichts. Je höher die Platte kommt, desto weniger hat jetzt zum Beispiel die Kastanik auch an. Das unterscheidet sich sehr stark von den männlichen Charakteren, die bekommen wirklich mehr an. Bei den weiblichen Charakteren wird es eigentlich immer weniger. Aber stört mich jetzt eigentlich überhaupt nicht, weil ich bin eigentlich eher aufs Gameplay fokussiert und nicht auf das Aussehen der Charaktere. Aber ist ein nice to have, definitiv. Okay. Du erwähnst schon, du hast die Kastanik gewählt. Hast du die gewählt, weil es da bestimmte Rassenboni gibt, die perfekt für den Berserker sind, oder einfach nur, weil dir die Rasse gefällt? Also erstmal gefällt mir die Rasse, das ist ganz klar, weil halt nicht aus. Natürlich ist da auch noch der Rasseneffekt dabei. Also ein Kastanik hat einmal alle 30 Minuten ein Spell, dass er im Kampf 3 Minuten, meines Wissens müssen 3 Minuten sein. Ja, 3 Minuten 30% schneller läuft. Das heißt, wenn es Okay. mal kritisch wird, kommt man halt gut aus Situationen raus oder rein, ist halt nur Ja. einmal verwendbar. Das zweite ist, die Hitbox von der Kastanik ist natürlich kleiner als die vom Baraka. Mir bei der Rasse halt noch gefällt, ist die Passive, dass man, wenn man von hinten haut, 1% mehr Chance auf einen Crit hat. Und Natürlich für man einen zum Damage Dealer Beispiel ganz gut, ja. im PvE haut man halt nur von hinten zu, wenn der Lancer oder der Warrior von vorne halt tankt. Weil die ganzen Runen, also Kristalle, kommen wir nachher auch noch zu, welche es gibt, halt von hinten sehr stark skalieren auf den Schaden. Okay, Aber also würdest du schon sagen, dass der Kastanik schon die richtige Rasse für einen Berserker ist, wenn man das meiste aus seinem Charakter rausholen möchte? nein, das kommt darauf an, wo man seinen Fokus legt. Also wenn man jetzt ein bisschen defensiver spielt, kann man einen Mensch wählen oder einen Amann. Das ist auch kein Problem. Man muss halt damit rechnen, dass die Hitbox etwas größer ist. Dafür hat man halt beim Mensch weniger Schaden bekommt man, wenn man halt ja
Kann man ja auch nachlesen, was die Rassen Ja. machen. Das ist Ansichtssache. Also es ist definitiv nicht spielentscheidend, auf keinen Fall. Okay, das ist das, was die Jeder hat Leute halt seine wahrscheinlich wissen wollen, Vorteile ja. und das muss jeder für sich selber entscheiden, weil, ob er mehr auf Schaden geht oder ob er mehr auf. Bei mir ist halt jetzt der Damage und der Movement Speed. Alles Ganz klar. klar. Gut, dann so die letzte Info, die wahrscheinlich interessiert. Was hast du für eine Kampfressource? Wahrscheinlich Mana, wie jede Klasse. Baut die sich irgendwie speziell auf? Gibt es da irgendwelche Unterschiede? Also ja, die Kampfressource ist Mana. Wird im Kampf stetig abgebaut. Das heißt, immer ein gewisser Prozentsatz geht verloren, wenn man nichts macht. Baut sich natürlich auf durch Auto-Attacks. Ja. Das heißt, der normale Schlag baut je nachdem, was auf der Waffe drauf ist. Ich habe momentan eine 27er Blau leider nur. Wenn du mich rechts klickst, sieht man da, erhöht die MP-Regeneration um 40%, wenn man mit der Combo-Attacke zuhaut. Also die Combo-Attacke ist die Standard-Attacke. Ja. Das heißt, 40% des Schadens müssten in Mana umgewandelt werden. Okay, heißt das, du startest mit 0 Mana sozusagen im Kampf, oder? Ich starte mit 0 Mana im Kampf. Das Ganze kann man aber umgehen, weil man hat zwei Skills, die Mana herstellen. Der erste Skill ist Triumphschrei, stellt sofort 100 Mana her und verhindert 20 Sekunden lang, dass die Mana abgebaut wird. Okay. Sehr effektiv, wenn die Mana gerade voll ist. Also fast voll, den hinterher, dann hat man 20 Sekunden eigentlich kein Problem, ordentlich Damage zu fahren. Der zweite ist Beharrlichkeit, stellt auch nochmal 240 Mana her. Wenn man beide drückt, ist man halt bei ja, 340 und kann eigentlich fast jeden Spell instant ausführen, auch wenn man nicht im Kampf ist. Das zweite ist natürlich, wenn man jetzt Kristalle benutzt, Mana im Kampf herstellen, das wären rote Kristalle, momentan 23er. Dann bekommt man alle 5 Sekunden auch Mana zu. Die werden natürlich dazu gerechnet. Ah, okay. Macht aber jetzt beim Bersi nicht ganz so viel Sinn, dazu komme ich aber später. Alles klar, okay. Du bist jetzt schon mit den Skills sozusagen eingestiegen, mit den zwei Mana-Gift-Skills. Dann können wir auch gleich weitermachen bei den Skills. Dann würde ich sagen, gehen wir so mal ein paar Skills durch, die du schon hast. Du bist ja erst Level 27, leider geht es ja nicht höher. Und was man so noch im späteren Endbereich kriegt, kannst du dann auch nochmal so kurz erklären, so die grundlegenden Attacken, die man als Berserker einsetzt, etc. Also, die erste Attacke ist halt die Standardattacke. Das heißt, es wird normal zugehauen. Bei der Standardattacke, das ist eine Kombination. War jetzt die falsche, weil der Vorführeffekt. Da kannst du den Mob Das hier direkt ist ein benutzen Schlag nach dafür. unten, einer nach links, einer nach rechts und dann einer von oben. Das ist, wenn man viermal die normale Attacke hat. Moment. So, dann kommen wir zur zweiten Attacke. Erstmal das Vieh hier wegmachen. So. Okay. Das ist der Zyklon. Der Mixer, okay. Ja, ich nenne es Rasenmäher. Ah, Aber okay. Kann man natürlich auch. Macht durchgeladen, relativ viel Schaden, ist ein kompletter AOE, trifft alles, was drin steht, auf 5 Meter Radius. Also hat, ja, ich denke, knapp 10, müssten 10 Meter Durchmesser sein. Hittet bis zu 5 Mal meines Wissens. Maximal. Kannst du dich während der Attacke bewegen oder musst du die dann halt ausführen und da, wo du bist, da kreisest du rum? Ich kurz Mana. Also, wenn man beim Casten kann man laufen, kann man ausrichten. Nur sobald er kommt, dreht er in die Richtung, in die ich schaue. Das ist Alles ganz klar, wichtig. okay. Also zum Beispiel bei einem Bossmonster guckt man immer, dass man dann von hinten dran geht. Oder wenn der Boss gerade rumspringt, dass man halt seitlich mit dem Damage an ihm vorbeiläuft, um halt wieder Schaden von hinten zu dealen, ganz klar. Ja, alles klar, gut. Der zweite Spell, der auch eine Ladung benötigt, also aufladen, ist Donnerschlag. Donnerschlag ist ein Hit. Moment, reicht doch für die Mana. Ich hoffe's. Der wird geladen, damit kann man auch laufen. Wobei jetzt muss ich dazu sagen, ich habe die Glyphe drin, dass ich normale Walkspeed habe. Normalerweise läuft er genauso langsam wie beim Zyklon. Ach so, okay. Den Skill kann man aber glyphen, dass man normale Walkspeed hat. Also man ist dann wesentlich mobiler und kann ihn wesentlich präziser positionieren. Der Damage hat einen ganz kleinen AOE-Bereich, der vor dem Berserker ist und macht sehr hohen Einzelschaden. Also dafür gibt es auch eine zweite Hilfe, die den Hitschaden
glaube, das ist hier falsch übersetzt. Bin ich auch nicht sicher. Okay. Aber okay, dafür, dass sie so viel Schaden macht, musst du dann natürlich auch länger aufladen. Und Natürlich. wenn man die Also. im PvP macht, hat man natürlich Pech, wenn die Leute dann einfach ausweichen. Ja, natürlich, ganz klar. Also das ist in meinen Augen ein sehr großer Nachteil vom Berserker. Er hat nicht die Mobility wie andere Klassen wie der Warrior oder der Slayer, wenn wir jetzt nur vom Nahkampf reden. Oder auch der Lancer. Er ist ein sehr gruppenfixierter Char, da er mit dem richtigen Support dann auch den richtigen Schaden positionieren kann. Das heißt, irgendeine andere Klasse stunt jemand, sleept jemand, knockt jemand down. Dann ist der Bär sich sehr schnell dran und kann halt sehr effektiv Schaden positionieren. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand knockdown ist, hat er den gleichen Spell wie der Slayer auch. Slayer wirst du ja auch irgendwann nochmal im Gespräch haben. Das heißt, ich springe nach vorne und ramme die Axt in den Slayer rein. In den Slayer, sage ich schon, in den In den Gegner. Gegner, ja. Sprungangriff und macht bei Knockdown-Zielen fünffachen Schaden. Alles klar, okay. Ist ja schon einiges. Dann den Block habe ich vorhin schon gezeigt. Beim Block gibt es jetzt nur einen Unterschied zum Lancer. Da bitte ich jetzt mal kurz meinen Kollegen Enoray rüberzukommen. Genau, hier haben wir nämlich noch ein paar andere Gäste, die haben wir extra geholt, weil wir hier in einem Low-Level-Gebiet sind. Dann kann man besser an hochleveligen Chars die Skills zeigen. Weiß jetzt nicht, ob wir in der Party PvP machen. Mal kurz ausprobieren. Ja, geht, alles klar. Sehen Das wir jetzt erste einen. ist zum Beispiel der Unterschied zum Lancer beim Blocken ist, wenn ich jetzt diesen Cast hier ansetze, kann Ja. ich während dem Cast, werde jetzt nicht geblockt, kann ich meinen Block nicht ansetzen. Beim Lancer ist das zum Beispiel komplett anders. Ne? Wenn der Lancer einen Skill macht, kann er ihn abbrechen, wie man jetzt hier sieht, und kann Ja. dabei einfach blocken. Also er kann jede Animation durch den Block quasi beenden und sofort blocken. Das ist ein sehr großer Nachteil vom Berserker, da er nur, da er die Skills immer komplett ausführen muss, bis er wieder blocken kann. Das heißt, Ja. als Gegner von einem Berserker sollte man genau das Movement beobachten. Und sobald er in einem Ladespell ist, kann man Schaden sehr gut positionieren. So, okay. Naja, Dann. den Nachteil muss es natürlich geben, weil sonst wäre der Berserker SCD natürlich sehr mächtig, wenn er einfach jede Attacke innerhalb einer Genau. Sekunde absorbieren könnte. Ist es denn auch so, dass man 100% des Schadens absorbiert? Also je nachdem, wie viel Schaden die Waffe absorbieren kann? Wenn die Waffe den Schaden absorbiert, das heißt, auf der Axt blocke ich jetzt momentan 2242 Schaden. Wenn man nicht über diesen Schaden Damage dealt, wird der komplette Schaden noch absorbiert, genau wie Oh, beim okay. Lancer. Das ist gleich. Natürlich Was eine mächtige natürlich Ver drüber geht, wird angerechnet. Alles klar, okay. Gut, was gibt's denn noch so für Skills? So, zum Blocken ganz kurz. Achso, okay. Entschuldigung. Das sieht man jetzt kurz, wenn ich halt block, es kommt kein Schaden durch. Ja. Und auch wirklich komplett egal, was der Gegner dann macht. Also ist identisch wie beim Lancer. Ja, kannst aufhören, passt. So. Nach den zwei Mana-Buffs gab es jetzt schon den dritten Buff, Wilde Raserei. Verursacht, dass man 15 Sekunden lang einen Stärke-Buff bekommt, womit man halt nochmal mehr Schaden macht. Also Stärke-Buff, danach ein geladener Skill, macht halt schon relativ viel Schaden. Hält Ja. halt nur 15 Sekunden, hat eine relativ hohe Abklingzeit, also man sollte genau wählen, wann man ihn benutzt und wann nicht. Seine Prozentanzahl, wie viel Schaden du mehr machst? Also die Stärke wird um 20% erhöht, Achso, alles klar. momentan auf dem aktuellen Level. Und Ah, okay. ja, das sind dann noch 20% herausgerechnet. Okay. Das ist kein fester Wert. Gut. Das sind dann sozusagen so die Standardangriffe, die du als Berserker machst. Ja, das sind also momentan im PvE sind das die Standardangriffe. Es gibt jetzt noch zwei andere, die ich auch noch habe, die sind auch noch relativ interessant. Der eine Skill heißt in Deutsch Plätten. Und ist ein Skill mit einer relativ langen Animation, die man durch die Ja. Glyphe auch ein bisschen verkürzen kann. Hat eine relativ hohe Chance auf einen Knockdown. Macht natürlich dann relativ viel Sinn, wenn man. Moment, ich hole mir kurz mal
Mana. Zeige ich das gleich. Viel reden. Wenig, wenn man es auch zeigen kann. Ich hoffe jetzt, der Lander geht auch Knockdown. Natürlich nicht. Natürlich nicht. ich habe auch nicht getroffen. Also man muss aufpassen, wenn ich zu nah dran stehe, würde ich über den Lancer drüber hauen. Also man muss dann 3 Meter Abstand haben. Ja, jetzt geht er Knockdown. Jetzt ist er hingefallen. Danach sofort den Sprung platziert, also Sprungangriff, dann macht man halt 5-fachen Schaden. Halt eine sehr nette Kombo. Kann man diesen Skill öfters auch bei Bossmonstern einsetzen, weil es ja eigentlich meistens so ist, dass so größere Monster nicht unbedingt solche Hinfall-Effekte bekommen? Also erstmal haben Bosse, hier klappt er jetzt relativ gut, wie man sieht. Bosse haben eine andere Knockdown-Chance, das ist mal das Erste. Aber bei Bossen, ja, ich sag mal, gefühlt, ich habe da jetzt keinen Wert, zu 40% fällt auch der Boss um. Oh, alles klar, okay. So. Und den letzten Skill, den ich gerne noch zeigen würde, ist Vampirschlag. Weil der Berzi ist ja im Nahkampf und genau wie der Player, den ich eigentlich spiele, muss ich dazu sagen, momentan, der über den Overhand Strike glüft, also Überhandschlag, denke ich mal, heißt das in Deutsch, habe ich mir ja, sollte man meinen. Durch eine Glyphe Heal wieder bekommt, also Heilung, seine eigene HP wiederherstellt, hat der ein bisschen Schaden, so, hat der Berserker Vampirschlag, den muss er auch aufladen. Ja. Und je nachdem, wie hoch er geladen ist, holt er sich halt wieder HP zurück vom Gegner und macht halt auch einen gewissen Anteil an Schaden. Okay, gibt's da einen speziellen Prozentsatz, wie viel HP du wieder kriegst? Das... Wird beim Skill nicht angezeigt, wie viel das sind. Oh, okay. Mal gucken. Und, kurz Mana holen, dann gleiche ich mal den Schaden mit dem Heal. Wert festlegen kann. Gucken. Ja, 300. Mist, du musst mir mal Schaden machen. Okay. Kommt keine HP zurück, wenn ich natürlich volle Life habe. Deswegen sehe ich das nicht. Ja. Ja, gut, reicht. Danke. Ja, also ich mach 415 Damage mit dem Skill und bekomme zweimal 338 Life wieder. Das ist ja schon mal ganz ordentlich. Und eine relativ hohe Abklingzeit hat er auch nicht wirklich, der Skill, oder? Das sind Jets, Moment. Mach ihn mal schnell. Das wäre jetzt ohne Ladung, dann heilt er nur 204. Ja, das sind 14 Sekunden momentan. Ah ja, okay, ist ja doch schon einiges. Okay. Na, 13 sind es. Oder, nein, es sind 15. Die 15 wird nur nicht angezeigt. Alles klar, okay. Gut, das sind ja sozusagen die Skills, die du schon hast. Wird man im Endbereich sozusagen, wenn man jetzt weiter höher leveln könnte, noch weitere Skills bekommen, die man so erwähnen könnte? Ja, natürlich. Also, der Berserker skaliert rein skilltechnisch im Late Game sehr stark. Das heißt, die Skills, die man jetzt hat, das sind sehr nette Basic Skills, aber das ist zum Ende hin sind das nicht die entscheidenden. Also bis auf die zwei Ladespells, die Damage machen, bekommt der Berserker noch Skills dazu, wie er kann dashen. Also ich weiß jetzt noch nicht, wie die Skills auf Deutsch heißen, das ist das Problem. Ja. Großartig. Er kann den Gegner umdrehen, das ist sehr interessant. Zum Beispiel, wenn jemand ihn faced, das ist ganz wichtig, kann er ihn mit einem Skill komplett umdrehen. Also er dreht ihn einfach um 180 Grad um und kann somit Schaden von hinten machen. Und von hinten macht man ja bekanntlich mehr Schaden als von vorne. Ja, interessant. Genau, wie ein Lancer halt dann auch nicht mehr blocken kann. Mhm. Das ist ein relativ interessanter Skill. Seine HP in MP umwandeln. Auch sehr interessant. Also er kriegt quasi den dritten Skill dazu, der ihm vorm Kampf quasi Mana geben kann. Ja. Also zum Beispiel, er lädt HP in MP um, macht danach seinen Vampire Strike, um die HP wieder reinzubekommen. Also MP-Probleme hast du im Endgame nicht wirklich. Bedingt. Da ich jetzt wirklich sagen muss, dass Terra kein One-versus-One-Game ist, sondern es ist sehr stark partyfixiert, hat man auch noch Mystic dabei.
der meistens eine Mana-Aura hat. Mhm. Und da ist das dann überhaupt kein Problem mehr. Ja, alles klar. Was gibt es noch? Einer der wichtigsten Skills ist Inescapable Doom. Das ist, denke ich, im Partyplay auch der wichtigste Spell, den er bekommen hat auf 58. Also den kriegt man auch wirklich erst auf dem letzten Level momentan. Also Ja. momentan ist er auf Korea 58er Cap. Bis nächste Woche. Und bei dem Spell, das ist sehr interessant, weil man hat einen Schrei. Dieser Schrei müsste 7 Meter Reichweite haben, meines Wissens. Und wenn Gegner in diesem Bereich drinstehen, werden sie geslowed, also quasi verlangsamt. Ja. Und um 60% Movement Speed, das ist schon mal ordentlich was. Das heißt, Denke, weil ja. die meisten Leute rennen ja immer von dem Bersi weg, weil man weiß, okay, er muss laden, er muss laden, er muss laden und dann kommt erst Schaden, also renne ich weg. Also ich Ja. dodge einfach alles. Durch den Spell wird das Ganze halt ein bisschen erschwert, da die Leute halt langsamer wegrennen, das ist das Erste. Aber das wesentliche Entscheidendere ist an diesem Skill, dass die Leute keine Evasion-Spells mehr verwenden können. Also jegliche Jumps, Teleports, also wenn jemand Ah, hüpft, wenn alles jemand klar, ja. wegteleportiert, die werden ausgegraut Ah, für okay. eine gewisse Zeit. Und somit kann der Schaden wesentlich präziser positionieren. Und das ist in meinen Augen ja, der wichtigste Skill, weil wenn man in 10 Mann reinrennt und den durchbekommt, wenn man denn mal offensiv spielt, aber dazu komme ich gleich, warum man den Char in meinen Augen eher defensiv spielen sollte, dann macht das schon einiges aus, weil die ganzen Priester, die ganzen Mystics kommen halt nicht mehr weg. Auch die Ja. Mages nicht, also die Stoffklassen, die sehr wichtig sind im PvP, da, wenn man keinen Healer mehr hat, eigentlich meistens verliert. Und ja, aber ich sehe den Berserker PvP-technisch, also im Gruppen-PvP, eher als Verteidiger an, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil wieso soll ich jemandem hinterherrennen, um ihm unbedingt Schaden zu machen, wenn ich einfach bei meinem eigenen Priester stehen bleiben kann, Ja. alles blocken kann, was in der Zeit ankommt, da der Priester sich wahrscheinlich hinter mich positioniert, und einfach darauf warte, dass die Leute ja den Priester angreifen wollen. Was Ja. mir die Sache wesentlich einfacher macht, einfach alles, was ankommt, quasi schädigen, so mit dem, ja, den Priester halt zu beschützen. Weil es einfach viel einfacher ist, weil ich sehe auch keinen Sinn darin, irgendeinem Archer hinterher zu rennen oder irgendeinem Mage, der Teleport hat oder irgendeinem Mystic, der Teleport hat. Dann proc't noch die Glyphe, dass Teleport resettet und dann ist er gleich zweimal teleportet und dann sieht man ihn ja schon fast nicht mehr. Also Okay. definitiv, momentan ist er in meinen Augen der Verteidiger. Alles klar. Das Okay. wäre jetzt erstmal so zu den Skills. Gut, dann sind die Skills durchgearbeitet. Dann könnten wir uns auf den Weg in die Hauptstadt machen, um nachher mal die Glyphen, die Kristalle nochmal kurz durchzuschauen. Während der Fahrt dahin können wir dann noch so ein paar andere Fragen regeln. Und zwar, du hast ja jetzt sozusagen schon so ein bisschen den Nachteil vom Berserker aufgezählt. Willst du nochmal kurz zusammenfassen, was sozusagen der Nachteil und die Vorteile von Berserker an sich sind? Also wir haben jetzt gehört, ziemlich hoher Schaden. Problem ist halt die Mobilität. Ja, ich denke, das drückt es auch so aus. Und ich denke, das ist auch im Charakterzug des Berserkers ist das sehr gut umgesetzt. Also Ja. man sagt einerseits, man gibt ihm viel Schaden und sagt andererseits, pass mal auf, wenn du aber viel Schaden dealen darfst, dann wirst du irgendwelche Nachteile haben, sonst wären das ja irgendwelche in Das stimmt Anführungsstrichen natürlich, ja. OP-Klassen und das will ja kein Mensch. Das Game soll ja balanced sein, sonst spielt ja jeder nur noch eine Klasse. Das macht ja auch keinen Spaß. Und ja. Gameplay habe ich halt auch schon gesagt, wie das Ganze sich verhält. Ja. Und ja. Man muss halt seinen Nachteil zu seinem Vorteil einfach nutzen und sagen, okay, wenn ich schon kein Movement habe, dann tue ich auch nicht so, als hätte ich welches, sondern dann bleibe ich halt einfach auch mal stehen, in Anführungsstrichen, und beschütze einfach meine Gruppe, anstatt dass ich in die Gegnergruppe reinrenne. Ich denke, dafür sind Warrior und Slayer, also Zerstörer und Krieger, in meinen Augen wesentlich besser geeignet. Okay. Die dann auch durch Evasion-Spells wieder rauskommen. Also, das ist auch so eine Sache. Der Berserker hat halt wirklich keinen Evasion-Spell. Das Ja. ist
denke ich, auch noch wichtig zu erwähnen. Also es ist nicht so, dass man jetzt irgendwelche Spells großartig dodgen kann, außer man blockt sie. Und blocken kann man bekanntlich nur von vorne. Andere Klassen jumpen weg, teleportieren weg, rollen durch die Gegner durch. das hat der Berserker alles nicht. Okay, gut. Aber du würdest dann schon sagen, dass durch diese Nachteile auch der Berserker nicht als overpowered angesehen werden kann, dadurch, dass er ziemlich viel Schaden macht, ne? Nein, ganz und gar nicht. Also im One-on-One ist es prinzipiell ein Free-Kill, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wer es nicht schafft, einen Berserker zu töten, der sollte sich Gedanken drüber machen. Zumindest momentan auf dem Level. Da muss ich immer ganz vorsichtig sein. Ja, alles klar, okay. Gut, du hast schon angesprochen, öfters mal den Zerstörer genannt. Der ist ja sozusagen in den Augen von vielen sozusagen fast das gleiche wie der Berserker. Er trägt ebenfalls eine Zweihandwaffe und an sich die Skills, die unterscheiden sich jetzt auch nicht so großartig. Kannst du der Community mal kurz so die Unterschiede zwischen diesen beiden recht ähnlichen Klassen erklären? Das Erste, was mich interessiert, ist, wo hat man dieses Statement her? Weil das ist absolut an den Haaren herbeigezogen in meinen Augen. Der Berserker hat erstmal die schwere Rüstung an, der Slayer ist ein Lederträger. Das Zweite ist, der Berserker hat einen Blocks, kann blocken, der Slayer kann nicht blocken. Der Slayer hat starke, also hat einen Schrei, somit starke Debuffs auf die Gruppe. Der Slayer hat einzelne Debuffs. Das Nächste ist, die Mobilität von einem Slayer ist einfach wesentlich höher als von einem Berserker. Der Slayer kann rollen, der Slayer kann jumpen, der Slayer kann aus der Reichweite vor allen Dingen angreifen, was irgendwie die meisten Leute verkennen, dieses Potenzial, einfach aus 15 Meter dreimal hintereinander Schaden zu dealen. Das hat der Berserker alles nicht. Er muss immer an den Gegner ran. Der Slayer kann sich auch Zeit lassen. Also ein Berserker und ein Slayer, das sind zwei völlig unterschiedliche Arten von Damage. Auch der Warrior danach ist auch nochmal eine komplett andere Art von Damage. Und würde mich dafür hüten zu sagen, dass diese Klassen gleich sind oder gleichwertig, das ist ganz und gar nicht. Ein Slayer kann man wesentlich offensiver ausbauen als den Berserker. Okay, Der Slayer hat stärkere Knockdowns, der Slayer hat Stuns. Auch ganz wichtig, dass der Berserker momentan keinen Stun hat. Also er kann Gegner nicht betäuben. Er hat zwar noch so einen Schrei, da sollen sie angeblich eine Sekunde betäubt sein, ne? Davon sehe ich momentan aber noch nichts. Deswegen sage ich das gleich vorab, mit Vorsicht zu genießen. Gut, also wer sich schon immer gewundert hat beim Klassenauswahlbildschirm, dass diese Klassen doch relativ gleich aussehen, hier habt ihr mal den Beweis, ziemlich, ziemlich große Unterschiede bei den beiden. Bei allen. Gut. Ja, okay, bei den beiden jetzt nur, weil da eben halt schon etwas Ähnlichkeit bei dem Charakterauswahlbildschirm stattfindet. Gut, dann können wir uns weiter mal in die Individualisierung des Berserkers hineinbegeben. Was würdest du sagen, sind so die Hauptglyphen bzw. die Hauptindividualisierung, die man so beim Berserker machen kann? Es gibt wahrscheinlich verschiedene Setups, zum Beispiel halt schon von der Mobilität her, hast du ja gesagt, es gibt Glyphen, die bei den Attacken zum Beispiel das Attack Speed etwas erhöhen, damit man schneller angreifen kann. Ja, das ist korrekt. Also Terra bietet eine relativ breite Anzahl von Glyphen, die einzelnen Skills durch verschiedene Bonis verstärken. Man hat aber nur eine gewisse Anzahl von Glyphenpunkten, das heißt, man kann nicht einfach jeden Skill stumpf nach oben machen und genießt jeden Vorteil, sondern man muss ganz klar wissen, welche Rolle nehme ich im PvE ein, welche Rolle nehme ich im PvP ein, und danach muss man dann auch Glyphen richtig setzen können. Das heißt, möchte ich jetzt Schaden machen, sind alle Glyphen, wo erhöht die Attack Power, also den Schaden um 25%, ja. Ganz, ganz viele, bei sehr vielen Skills. Wäre ratsam, wenn ich Schaden machen möchte und dann auch noch den höchsten, dann sollte man diese Glyphen auch wählen. Das zweite an Glyphen, was der Berserker besitzt, dass der Slayer jetzt da in älteren, also in demnächst kommenden Patches auch noch bekommen wird, sind Glyphen, die den Crit-Schaden verdoppeln. Oh, okay. Das heißt, wenn der Berserker mal crittet, dann crittet er mit doppeltem Schaden. Wobei, da ich mir nicht ganz sicher bin, eigentlich müsste es doppelter kritischer Schaden sein und es wird teilweise übersetzt mit doppelt Crit-Rate und das ist aber falsch. Also wenn man crittet, dann sollte der Schaden auch dupliziert werden.
Das verspricht also nochmal ziemlich, ziemlich, ziemlich hohen Schaden. Du hast es schon gesagt, im Moment ist es ja schon so, wenn man crittet, gibt da schon ziemlich an Damage. Und wenn man dann doppelt crittet, dann ist der Gegner ja eigentlich schon so gut wie tot, oder? Also im PvP zumindest. Gut wie tot würde ich nicht sagen, da der Schaden. Also im PvE, das muss man wirklich mit Vorsicht genießen. Im PvE hat man, also Player versus Monster, hoffentlich nicht erklären, hat man Kristalle, die einfach sagen, wenn ich den Gegner von hinten angreife, dann wird mein kritischer Schaden um den Faktor 1,2, 1,5, 1,8 multipliziert. Ja. Womit macht man irgendwann aus einer Standard-Auto-Attack, die 200 Schaden macht, kann man, was weiß ich, 3.500 Crit-Schaden rausholen. Wenn sie denn crittet, dann crittet sie auch für so viel. Ja. Das ist. Und im PvP hat man diese Runen, also Kristalle, sag dazu immer Runen, ich weiß auch nicht warum, nicht. Das Okay. heißt, man kann zwar von hinten angreifen, ein Kristall, der müsste drauf procken, aber alle anderen nicht. Und man kann die auch nur einmal in die Waffe einsetzen. Also es sind einmalige Kristalle. Ah, Und okay. somit geht damit der Multiplikator sehr weit wieder nach unten. Das heißt, man macht sehr moderat guten Schaden auf jeden Fall. Aber man one-hittet nicht jemanden mit gleichem Gear. Also bei gleichem Equipment. Ich rede jetzt eigentlich auch mainmäßig vom PvP-Equipment, das man später hat auf 58, wenn man in die Battlegrounds geht Ja. und sich Marken farmt und über diese Marken sich dann dieses Gear zulegt. Da ist dann auch immer noch auf jedem Rüstungsteil sind noch drauf weniger Schaden von Spielern. Und da wird der Damage sehr, sehr gedrückt. Also es ist Also, wirklich nicht so, dass man irgendjemand mit einem Hit aus dem Spiel rausnimmt. das hört Wäre sich schon mir mal jetzt ganz gut neu. an. Gut. Des Weiteren, wie gesagt, hast du auch schon erkannt, das Öfen, um da mal wieder zurückzukommen, weil ich ein bisschen ausschweife. Kein Problem. die natürlich den ja, Movement Speed, also Laufgeschwindigkeit erhöhen. Beim Laden hat man ja auch gesehen. Der Unterschied zwischen dem Zyklon und dem Donnerschlag. Ja. Dann gibt es sehr viele, ja, sehr viele ist jetzt wieder übertrieben. Dann gibt es, ja, also am besten, Combo, ja, doch, ich denke, so macht Sinn. Combo-Glyphen, das heißt, wenn ich Skill X verwende und habe in diesem Skill X Glyphe Y drin, dann macht der nächste Skill 25% mehr Schaden. Das heißt, man muss dann die Reihenfolge in seiner Attackenreihenfolge, oh Mann, ey, muss man, ja, das ist, ich weiß nicht, Bisschen wie schwer das komplizierter. zu erklären, muss man richtig hintereinander setzen, um dann wirklich den größtmöglichen Schaden machen, wenn man Also das denn möchte. man kann sozusagen durch die Glyphen beim Berserker schon ziemlich die Spielweise beeinflussen noch. Ja, natürlich. Es gibt, man kann sich beim Berserker auch sagen, okay, ich habe jetzt kein Mystic in der Gruppe, also wähle ich mir Glyphen aus, damit ich weniger Mana verbrauche. Ja. Das ist auch gang und gäbe. Man kann auf die eigenen Buffs Glyphen drauf machen, dass sie noch mehr Bonis geben, noch mehr Walkspeed, eine Chance von 30%, dass man nochmal 10% mehr Schaden macht. Man kann beim Was kann man noch Tolles machen? Also es gibt sehr viele Möglichkeiten. Ich will da eigentlich auch gar nicht zu viel sagen, weil das müsste eigentlich jeder auch wieder selber ausprobieren, um Ja. seinen eigenen Spielstil zu finden. Aber im Endeffekt gibt es schon ziemlich viele verschiedene Möglichkeiten, sein Setup da richtig zu machen mit seinen Glyphen. Ja, also man kann selbst eine Glyphe in den Block reinmachen, dass man eine 30% Chance hat, wenn man was blockt, dass man seine Stärke wieder um 20% erhöht. Oh, Also die okay. Leute haben sich auch wirklich was dabei gedacht, dass das Blocken auch sinnvoll ist. Das muss man auch dazu sagen. Ja. Ja, das klingt auf jeden Fall ganz gut. Ja, noch irgendein Kommentar zu den Glyphen oder sollen wir zu den Kristallen weitergehen? Der Seite aus nicht. Passt. Alles klar.
gut. Also Kristalle, kurz nochmal Erläuterung dazu, sind ja eher dazu da, um seine Grundwerte HP, MP, Regeneration bzw. die Grundwerte an sich zu erhöhen. Gibt es da beim Berserker irgendwelche Besonderheiten bei den Kristallen, die man auf jeden Fall zum Beispiel ausrüsten sollte? Wahrscheinlich gibt es auch wieder verschiedene Setups. Das ist korrekt. Also, es gibt beim Berserker verhält sich das anders da als bei anderen Klassen. Der Berserker konzentriert sich nur auf den kritischen Schaden. Also ich persönlich konzentriere mich nur auf den kritischen Schaden. Andere Leute können das natürlich anders machen. Aber im PvE ist die Standardeinstellung von den Berserkern, auch von denen in Korea, die das Spiel jetzt momentan schon ein Jahr spielen dürfen, genießen dürfen, so dass man diese Multiplikator-Crit-Runen drin hat. Einmal Crit von hinten, einmal Crit-Multiplikator an enrageden Viechern, also Monstern, Bossen. Das Ja. heißt, nicht die aggro gehen, sondern die dann nochmal lustig rot anfangen zu leuchten, blau, grün, irgendwas und dann halt in dem Modus mehr Schaden machen, andere Skills verwenden. Okay. Dann der allgemeine Crit-Multiplikator von hinten ist auch eine Rune. Alle diese Crit-Multiplikator-Runen kann man nur einmal einsetzen, das ist ganz wichtig. Also man kann nicht jetzt in eine Richtung komplett nach oben stacken. Ja, und die vierte Rune, da ich jetzt hier noch keine goldene Axt habe, also nur bei Gold-Equipment kann man vier Runen Kristalle, machen, Entschuldigung, Kristalle, ja. einsetzen. Und dann kann man deinen Base-Crit-Wert noch erhöhen. Das wäre jetzt eventuell die vierte, die ich benutzen würde. Oder ich würde mir bei Crit von hinten, dass ich einen Stärke-Buff bekomme. Oder wenn ich jemanden Knockdown einen Stärke-Buff bekomme. Alles ist sehr schadensfokussiert auf dem Berserker. Also man versucht wirklich, das Maximale rauszukitzeln. Jetzt bei mir persönlich. Aber ich kenne viele andere, machen das auch so. Bequem im Solo-Level-Bereich ist immer die Kombination HP-Rec, also HP-Regeneration in der Rüstung zu haben und MP-Regeneration in der Waffe, weil da muss man nicht ewig auto-hitten, bevor man die richtigen Skills machen kann, die auch wirklich Schaden machen. Stimmt Ist natürlich. natürlich alles nur fürs PvE. Ja. So. Das ist jetzt, denke ich, bei den meisten Leuten, die das Video gucken, nicht ganz so spannend. Eigentlich ist, denke ich, Main Ziel in Terra auf dem PvP-Content liegt. PvP kommt es darauf an, welche Gruppe man hat. Also auf jeden Fall sind immer alle ratsam, die natürlich auch mehr Schaden machen, also in der Waffe. Das Ja. heißt, ich nehme mir zum Beispiel jetzt einen Kristall, wenn ich unter 50% Leben bin, mache ich einen gewissen Prozentsatz mehr Schaden an anderen Spielern, also an allem eigentlich. Und dazu gehören dann auch Spieler. Das zweite ist halt die eine Crit-Rune, die allgemeine Crit-Rune von hinten und der allgemeine Crit-Wert, den man auch erhöhen kann. Also die Rate, wie viel Chance habe ich auf einen Crit, ist auch eine, die gilt für immer, also für alle Gebiete. Und in der Rüstung kann man entweder maximal HP nehmen oder wenn ich genockdownt werde, dass ich ein Schild bekomme, wenn ich genockdownt werde, dass ich HP-Regeneration bekomme. Ist aber auch wieder alles sehr gruppenbasiert. Das heißt, habe ich einen guten Healer, habe ich einen sehr guten Support, welche Rolle nehme ich ein? Ist Max HP wirklich ratsam, damit ich dem Priester noch mehr Luft gebe, quasi ab wann er mich heilen sollte, müsste, könnte. Ja. Und ja, aber das läuft bei allen Klassen darauf hinaus. Also es ist genau wie bei den Löwen. Das ist A von dem Spieler abhängig und B von der Gruppe. Okay, alles klar. Du hattest vorhin sozusagen schon mal das PvP ein bisschen angekratzt, dass man als Berserker zum Beispiel eher hinten bleibt und nicht durch seine eben halt eingeschränkte Mobilität versucht, den schnellen Klassen hinterherzujagen, um da irgendwie ein paar Damage-Zahlen zu bekommen. Hast du noch so ein paar andere Aspekte vom Berserker im PvP oder ist das eigentlich schon so, wie man sich den PvP-Bereich als Berserker vorstellen kann, dass man eher hinten ist und seine Leute beschützt? Also das mit hinten stehen und deine Leute beschützen, das ist halt meine ganz persönliche Meinung, muss ich dazu Ja, sagen. Es aber gibt genug eigentlich. Berserker in Korea, die rennen einfach frontal auf dich los und gucken mal, was passiert. Okay. Gibt's auch, kann man machen. Ja, sie denken wahrscheinlich, ich habe Wenn eine große man Waffe. derzeit sehr fokussiert aufs Blocken ist und nicht jeden Schaden frisst, in Anführungsstrichen, kann das auch von Erfolg gekrönt sein. Wie gesagt, wenn man mit dem Debuff in die Gegnergruppe reinkommt und damit die Stoffklassen
trifft und irgendein Slayer oder ein Warrior kommt halt mit, in Anführungsstrichen, oder ein Mage castet halt ein Meteor genau da rein, wo jetzt keiner wirklich schnell rauskommt, kann das auch von Erfolg gekrönt sein. Also ich möchte nicht sagen, dass der Berserker jetzt der absolute Nonplusultra-Defense-Char ist. Also kommt drauf an, muss jeder selber wissen, kommt auch aufs Setup an. Das heißt, wie viel Berserker habe ich in einem Team? Bei 5 Berserkern ist klar, dass irgendwie auch 2, 3 nach vorne müssen. Ja, Muss okay. nicht. Aber nee, also das ist wirklich sehr individuell, wie bei jeder anderen Klasse auch. Und ich denke, das macht auch Terra sehr spannend. Also diese ganze Grundkonstruktion, dass man dem Spieler sehr viele Möglichkeiten bietet, seinen Charakter sehr individuell zu gestalten. Mit dem 60er Content Patch, ich darf ja auch ein bisschen spoilern, kann man dann auch noch Kristalle in die Ringe reinlegen und in die Ohrringe, meines Wissens. Kann man ja auch alles nachlesen im Internet, Ja. was da alles genau geht. Und das macht das Ganze nochmal individueller. Also man Ja, das möchte stimmt, nicht ja. wirklich, wie in anderen Spielen, ich möchte jetzt auch gar keins erwähnen, aber jemand hat seine Tier 12 Waffe, das bleibt für immer seine Tier 12 Waffe und damit schlägt er zu und jeder Char macht exakt den gleichen Schaden mit exakt dem gleichen Skill und hält exakt gleich viel aus, wo man Ja, sich dann an genau. einer Hand abzählen kann, okay, wie viele Hits brauche ich, um den zu töten. Ja. Wird in Terra sehr schwierig, sehr komplex. Wenn es dann irgendwann jemand kann, möchte er sich bitte gern bei mir melden. Sehr interessante Info. Okay. Aber ja, also grundsätzlich zum PvP austesten. Ich denke, das Allerwichtigste im PvP ist erstmal zu erwähnen, das haben wir jetzt komplett ignoriert, das Non-Target-System. Das heißt, ich markiere nicht irgendeinen Gegner, drücke 1, 2, 3 und der Gegner fällt um. Sondern ich muss wirklich aktiv zielen, wie in einem Ego- oder in einem Taktik-Shooter, wobei ich würde es dann mehr mit einem Taktik-Shooter vergleichen, wenn man das Ganze im Das Teamplay stimmt, macht. ja. Und es kommt dann auch nicht mehr sehr stark auf, na gut. Zum gewissen Teil kommt es natürlich immer aufs Gear an, wie viel Schaden deal ich jemandem noch und wie viel nicht. Aber wenn man den Gegner erst gar nicht trifft, dann kann der Gear haben, wie er will. Und das ist, denke ich, eine sehr, sehr angenehme Sache. Also man kann dann wirklich aktiv kiten. Ja, kiten ist so ein berufenes Wort, aber Ja, sollten die durch meisten andere Begriff Spiele. sein. Ja. Aber Terra verhält sich das ja ein bisschen anders. Da. Und ich denke, das ist das, was das Terra ausmacht. Also in meinen Augen. Das ist auch das, warum ich das Spiel spiele. Ah, gut. Da haben wir schon die Masterfrage von dir beantwortet. Wieso? Gut, vom PvP-Bereich nochmal zum PvE-Bereich. Und zwar das Leveln an sich als Berserker. Wie gesagt, ist schon eine Damage-Maschine, die einiges aushält durch seine schwere Rüstung. Man könnte also schon sagen, das Leveln mit dem Berserker ist eigentlich ganz angenehm. Nicht so wie zum Beispiel als Tank. Da bräuchte man ja schon mal ein bisschen länger für einen Mob. Was sagst du so zu der Levelphase als Berserker? Levelphase als Berserker ist, glaube ich, fast die angenehmste Phase, die man als Berserker haben kann, wenn man nicht komplett durchpickt wird, wenn man jetzt auf einem PvP-Server spielt und die Einstellungen so sind wie in EU, weil in Korea darf man erst ab 58 PK machen, muss man, glaube ich, auch mal dazu sagen, falls das jemand nicht weiß. Also in EU möchte man, denke ich, schon, dass ein PvP-Server auch wirklich ein PvP-Server ist. Ja. Und wie gesagt, solange man nicht gestört wird, ist es in meinen Augen die schönste Klasse zum Leveln. Also gerade mit dem Zyklon, okay, da kommen 5 Monster an, drück den einen Skill, ich drück den anderen Skill, man kann eigentlich relativ sicher sein, das Viech ist tot. Ja. Und das macht das Leveln sehr angenehm, weil die meisten Quests sind gut. Das ist jetzt ein kleines Manko an Terra. Leider Gottes sehr eintönig. Ja, okay. Töte Monster X, renne zu NPC Y und sammle Items Z. Muss ich ganz ehrlich sagen, ist nicht so innovativ wie in anderen Spielen, momentan noch. Eventuell kommt da auch noch eine Neuerung. Ja. Und ist halt typisch koreanisch, muss man leider dazu Richtig. sagen. Also, wenn man Tera spielt, sollte man einfach darauf vorbereitet sein, ist ein östliches Spiel. Und östliche Spiele haben halt ihre Angewohnheiten. Da kann man einfach nichts gegen sagen, finde ich. Ja, dagegen spricht natürlich halt das Non-Target-System, ganz klar die Grafik. Richtig, ja. Und man muss halt wissen, was wichtiger ist. Und ich denke, im PvP, im Endgame, da questet kein Mensch mehr. Ergo kann man sich aufs PvP konzentrieren, das ist das Entscheidende. Natürlich muss irgendwo eine Levelphase dabei sein, natürlich muss irgendwo dabei sein, dass man seinen Char erlebt auch in Genau, Aktionen und ja. somit dann auch lernt, wie verwende ich welchen Skill wo. Gehört in jedem Spiel dazu und sollte man dann auch dementsprechend so annehmen. Klar ist das jetzt ein bisschen eintönig und gut für den Bersi ist das natürlich gut. Okay, tötet 10 Viecher, 2 Gruppen, 10 Stück, ein Skill, alle 10 tot.
Quest wieder abgeben. So kann man sich Richtig. das auch wirklich vorstellen. Es ist auch wirklich so. Natürlich muss man auch das Gear auf dem Level des Monsters haben. Das muss ich immer dazu sagen. Wenn dann irgendjemand mit einer 20er-Waffe in ein Level 40er-Gebiet reinrennt und sich dann bei mir beschwert, hör, ich mache ja gar keinen Schaden. Ja, das kann er sich an einer Hand abzählen. Warum? Ja, das stimmt natürlich. Ja. Gut, Nee, also also, wie gesagt, PvE-Bereich hört sich. Levelphase, solange's das Solo-Leveln ist und wirklich nur ganz normale Monster, das ist absolut kein Problem. Also, man wird eigentlich sehr viel Spaß auf der Klasse haben. Es ist eventuell sehr eintönig, aber da man meistens nur zwischen drei Spells unterscheidet, also dem Zyklon, dem Plätten und dem Donnerschlag, die hat Ja. man auch gleich am Anfang. Aber keine Ahnung, für jemanden, den das eh ab Max-Level nicht mehr interessiert, soll das auch überhaupt kein Problem darstellen. So gehen aber, denke ich, auch die meisten Leute in das Game rein. Jo. Ja, wir haben sozusagen alle Bereiche durch. Ich denke, wir haben der Community auf jeden Fall einiges über den Berserker erzählen können. Hast du noch irgendwelche Anmerkungen, so ich sag mal Insider-Tipps, die du zum Beispiel loswerden möchtest? Und sonst, wenn nicht, dann wäre so die Abschlussfrage, wieso spielst du den Berserker? Okay, das wird jetzt eventuell ein bisschen peinlich. Also Tipps und Tricks kann ich nur sagen, macht's wie ich. Spielt jede Klasse mal an, es lohnt sich auf jeden Fall. Zu dem, warum spiele ich den Berserker? Der Berserker ist hier ein Twink zum Testen. Okay. Also mein Herz schlägt momentan leider noch für den Slayer. Ah, kann sich ja noch ändern, wer weiß, wer weiß. Ja. Schauen wir mal. Aber ja, es ist auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Also das gilt auch für alle anderen Klassen. Ich möchte jetzt hier nicht sagen, Nimm das. Berserker ist die tollste Klasse. Es hat wie jede andere Klasse seine Vor- und Nachteile und das ist auch Richtig, gut ja. so. Und es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Also man kommt auf den Berserker definitiv auf seine Kosten. Also wer auf sehr hohe Damage-Zahlen steht und dann im Level 27er Ini auf den Endboss draufhaut und dann fliegen mal, was weiß ich, 25, 27k-Crits. Da freut man sich dann schon, weil alle anderen Klassen rumweinen, dass sie dann im Vergleich keinen Schaden machen. Das stimmt natürlich, ja. Aber ja, Jo, ist dann. eine sehr solide Klasse und macht Spaß auf jeden Fall. Gut, dann danke ich dir für deinen Eindruck vom Berserker und für die ganzen Informationen. Ich denke, da dürften wenige Fragen offen bleiben. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr diese natürlich gerne in den Comments stellen. Wir versuchen sie zu beantworten. Wenn es mal schwierig wird bei der Beantwortung, könnten wir vielleicht nochmal den Kamui zu Rate ziehen. Müssen wir mal schauen. Ich würde sagen, ich bedanke mich, ich verabschiede mich und ich gebe dir die letzten Worte, falls du noch irgendwas loswerden willst, irgendwelche Grüße an irgendwen. Ist das jetzt Zeit dafür? Grüße lasse ich erstmal an die Gilde 7 los, ganz klar, muss ich ja wohl. Richtig. und Terra ist nur zu sagen, spielt wirklich an, gebt dem Spiel eine Chance und dann wird es wirklich ein Spiel, das alte Spiele definitiv ablösen wird. Gut, das war das Endwort zum Sonntag. Ich bedanke mich. Bis dann. Auf Wiedersehen.